Auf dem Wirtschaftsgipfel im Lufthansa Training and Conference Center in Seeheim hatten Politiker und Entscheidungsträger aus der Wirtschaft die Gelegenheit zum Austausch über Nachhaltigkeit in Gesellschaft und Wirtschaft. Fokus-Herausgeber Helmut Markwort eröffnete die Veranstaltung. Es gab Podiumsdiskussionen zu 6 verschiedenen Themen mit bekannten Gesichtern, wie dem Fraktionsvorsitzenden der Linken Gregor Gysi. Der diskutierte mit der Vizepräsidentin der ProSieben Sat.1 Media AG und Markwort über den Einfluss der Medien. Dabei lagen die Meinungen der Diskutanten näher beieinander als erwartet. Also ich fand das interessant, weil das mal so ein Meinungsaustausch war über das Funktionieren und Nicht-Funktionieren von Medien und auch über ihre Bedeutung, mal jenseits von den politischen Aussagen. Also man konnte einfach mal über die Strukturen sprechen. Und da stellt sich dann heraus, dass Leute mit unterschiedlichen politischen Auffassungen plötzlich fast die gleiche Einschätzung haben. Ein weiteres Thema waren die Kosteneinsparmaßnahmen, die nicht nur große Medienvertreter vor Herausforderungen stellen, sondern eben auch gerade die kleineren, die wesentlich zur Vielfalt des Medienangebots beitragen. Ich halte das für ganz wichtig und ich würde da auch eine andere Struktur anstreben, weil sie leisten ja etwas, was das Öffentlich-Rechtliche und das Privatfernsehen in dieser Form gar nicht leisten können, weil die ja weltweit, bundesweit agieren etc. Und also leisten sie doch ein Stück Arbeit, was eigentlich das Öffentlich-Rechtliche Fernsehen machen müsste. Und deshalb würde ich per Gesetz regeln, dass die öffentlich-rechtlichen Medien von ihren Einnahmen einen kleinen Prozentsatz abgeben müssen an die örtlichen Medien, damit sie endlich aus der Finanzierungsnot herauskommen. Mit von der Partie war übrigens auch unsere Rhein-Main-TV-Moderatorin Anke Seeling, die eine Diskussion zu Mobilität und Infrastruktur leitete.